Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute gehen wir zusammen basteln und was wir gehen basteln ist noch eine Überraschung. Am Ende gehe ich eben lassen sehen, was wir brauchen für unser Basteln. In dieser schönen Tasche habe ich alle Objekte sitzen, die wir brauchen dürfen. Guckst du mit? Am Ende brauchen wir Markers, Wasserfarbe, Pencils, Kleber oder Tesafilm, ein Becher und 4 A4-Papiere. Ja, und jetzt gehe ich hier lassen sehen, was wir heute machen dürfen. Heute machen wir Umarmungsbrust. Und was ihr hier könnt sehen, ist, dass ich hier mir selber nachgemacht. Und gucken Sie mit, wie ich das machen darf. Am ersten legst du die Papiere an den Tisch. Wie in der Video. Wenn du größer bist, brauchst du mehr Papiere. Mit Kleber oder Tesafilm klebst du die Papiere fest. Jetzt brauchst du die Hilfe von deinen Eltern. Geh liegen auf den Papieren und lass einen von deinen Eltern du umrissen. Vergiss nicht, eine lichte Farbe Filzstift zu nehmen. Wenn du fertig bist, sieht es auch so aus. Vergiss nicht, deine Augen, Nase und Mund zu malen. Jetzt wähle dich, welche du geht brauchen. Die Filzstifte oder der Wasserfarbe. Du kannst sehen, dass ich der Wasserfarbe ausgewählt habe. Wenn du anfängst mit einer Malung, ist es wichtig, dass du anfängst mit der lichten Farbe. Dann kannst du, wenn du dich vergisst, noch verbessern. Es ist wichtig, nicht deine Augenbrauen und Ohren zu vergessen. Das macht dein Gesicht komplett fertig. Jetzt fangen wir an mit der Haare. Selbst habe ich was lockiges Haar. Um diesen Effekt zu erzielen, gehe ich mit dem Pinsel schnell von links nach rechts. Wenn du zum Beispiel stockliche Haare habe, kannst du schnell von oben nach unten gehen. Dann gehen wir weiter mit der Kleidung. Gleich wie der Körper fangen wir an mit der lichten Farbe. Vor der Kleidung kannst du jetzt gucken, was du trägst. So habe ich heute meine Kleidnacht gemacht. Wenn du fertig bist mit Anmalen, gehen wir weiter mit der Schere. Schneid um deinen Basteln hin. Wenn das noch nicht gut geht, kannst du die Hilfe fragen von deinen Eltern. Nach dem Schneiden faltest du es so klein wie möglich. Er muss natürlich durch einen Briefkasten passen. Wenn du es in einen Umschlag versenden möchtest, vergiss dann nicht einen Stempel. Und jetzt sind wir fertig. Ja, ich bin sehr froh, wie meine aussieht. Und ich bin auch ganz erneut nach die von ihr. So, hast du diese Basteln geschafft? Lass das dann sicher eben wissen. Und vergiss es nicht zu teilen hier unter. Und dann wünsche ich ihr noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.